auf die Füße, locker am Lenker, Ferse hängen und durch den Schotter. Hi, ich bin's wieder. Ich bin in Willingen, wie ganz häufig auch, und freue mich natürlich total aufs Bike Festival. Da gibt's ein paar Events, das habe ich euch in anderen Videos, weiß ich noch nicht, ob die schon online waren, dann erzähle ich jetzt nochmal. Den Recon Ride von Ghost. Der Recon Ride ist halt so ein Zweierteam, so ein Spaßrennen, wo auch verschiedene Challenges und Orientierung mit dabei sind. Ja, ihr seht, wir sind hier am Ettelsberg. Weiter hinten ist die neue Sesselliftbahn, die wir heute schon ein paar Mal genommen haben. Ja, und jetzt für euch ein Thema, egal bei welchem Rennen oder wenn ihr hier normal hier seid oder bei euch zu Hause, einfach relevant ist das Geröll, also richtiges Geröll, nicht nur so kleine bisschen Schotterchen wie auf dem Parkplatz. Und loses Geröll, dickere Steine, die sich unter den Reifen bewegen. Und das möchte ich euch mal hier zeigen. Hier seht ihr schon so ein bisschen Geröll. Ihr seht dicke Steine und die sind auch lose. Die bewegen sich. Und da möchte ich euch natürlich Fahrtechnik-Tipps für geben. Und schaut mal hin und probiert es dann auch zu Hause aus. So, also, wir sind hier auf einem normalen Weg, nicht im Bikepark. Es gibt natürlich hier überall im Sauerland auch normale Wege, die man sich mit anderen Wegenutzern teilt. Und in dem Fall haben wir richtig schönes Geröll. Das könnt ihr hier gut erkennen. Also dicke lose Steine und die einem oft so ein bisschen ein schwimmendes Gefühl geben. Und die werdet ihr, wenn ihr in den Alpen fahrt oder in Südeuropa auf Mallorca oder so, häufig haben. Und das ist natürlich so ein bisschen wie ein Kulturschock, wenn man das nicht gewöhnt ist. Natürlich ist es ein eigenes Feeling, dieses Geröll unter den Reifen, aber es ist natürlich auch sehr ähnlich wie als wenn du durch sehr losen Matsch fährst oder Sand, das Gefühl, dass die Räder schwimmen. Und das muss man natürlich häufiger machen, sich daran tasten, damit man sich auch wohl damit fühlt. Wenn du das noch nie das Gefühl hattest, beide Räder schwimmen und du kommst zum ersten Mal an so eine Stelle und erschreckst du dich erstmal. Deswegen häufig machen und ich mache es euch hier jetzt mal vor. Wichtig, eine saubere zentrale Haltung, hängende Ferse, Gewicht auf den Füßen, schöne Zentralhaltung, das Rad soll unter einem sich bewegen und ich zeige es euch mal. Also wenn ich hier langsam komme, durch das Geröll und meine Räder schwimmen ein bisschen, dann ist es echt wichtig, dass ich trotzdem gelassen bleibe, mich daran gewöhne. Und was man machen kann für euch, ein kleiner Tipp. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist so viel Geröll und noch zwischendurch so feiner Schotter und euer Vorderrad rutscht vielleicht schneller weg, dann könnt ihr an manchen Stellen die Vorderbremse weniger oder gar nicht benutzen, zum Beispiel jetzt in der Kurve, wenn ihr langsam bleiben wollt, und die Hinterbremse schleifen lassen. Bitte kein Missverständnis, natürlich sollt ihr nicht die Hinterbremse blockieren und dann wie bekloppt da rumrutschen durch den Schotter. Ihr wisst, wir wollen keine Spuren hinterlassen auf den normalen Wegen. Wir sind nicht im Bikepark und wollen das nachhaltig und auch erosionsfrei machen. Deswegen gefühlvoll bremsen, aber wenn ihr das Gefühl habt, euer Vorderrad fängt an wegzuschmieren, weil loser Schotter plus viel Bremsen am Vorderrad kann das Vorderrad abrupt wegrutschen. Dann müsst ihr dann wirklich gutes Bremsgefühl haben und wissen, wann ich welche Bremse benutze. Jetzt wäre die Frage die Linienwahl. Normalerweise scanne ich den Blick, okay, hier rechts ist mehr Grip, aber da ist fester Boden und links, warte, film da ein bisschen hin, wenn ich das sage. Nochmal, also bis mir. Ja, okay, ich muss sagen jetzt. Da ist wichtig die Linienwahl. Schaut mal da vorne. Normalerweise würde ich jetzt eher da, wo der braune, der feste Boden, die Erde ist, da habe ich mehr Grip. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mich vorbereiten auf den nächsten Trip nach Ligurien oder Saalbach, wo halt viel mehr Steine sind, dann fahre ich auch mal bewusst eher in den Schotter rein, in das Geröll, um mich einfach daran zu gewöhnen. Also ich mache es euch vor, jetzt noch die Kurve hier rum, Blickführung durch das Geröll. Liebe Leute, ein kleiner Materialtipp für euch, für euer Bike, eine Wohltat. Also ich habe heute mein Ersatzfahrrad, da kann ich sagen, es ist nicht so gut ausgestattet wie mein Polygon,
Und zwar, die Steine fliegen natürlich oft hoch. Und wenn so ein dicker Stein hochfliegt von eurem Reifen und euch hier ins Unterrohr, da kann bis von Lackkratzer bis zu richtiger Beule oder richtigem Schaden alles sein. Deswegen, wenn ihr plant, in die Alpen zu fahren oder so, könnt ihr euch nachrüsten. Manche Bikes haben schon integriert einen Unterrohrschutz, damit ihr euch da nicht ärgert über Schäden im Alurahmen durch das hochspringende Geröll. Also Gewicht auf die Füße, locker am Lenker, Ferse hängen und durch den Schotter. So, liebe Leute, hier konntet ihr jetzt ein bisschen den Schotter sehen. Oh, ich war schon mal gemütlich im Geröll. Also wir sind hier in Willingen. Ihr habt natürlich wahrscheinlich zu Hause viele Waldtrails, wenig Schotter. Wo ich aufgewachsen bin, im Bergischen Land und auch in anderen vielen Mittelgebirgen, gibt es irgendwo Steinabbau, ehemaliger Bergbau. Und da gibt es dann oft Trails auch in der Region, wo steiniger ist. Also ich weiß, zum Beispiel in Aachen kann ich einen total steiligen Trail, bei mir im Bergischen. Ich habe hier im Sauerland auch einen. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, ob ihr in der Umgebung was habt, weil ich habe gemerkt, neben einer sauberen Fahrtechnik, zentrale Haltung, sauberes Bremsen, hängende Ferse, Bike-Erfahrung, Bike-Kontrolle, ist es größtenteils hier Kopfsache. Man ist es nicht gewöhnt, also muss man sich dran gewöhnen, muss man es immer wieder machen. Und dann hat man auch am Gardasee oder so nicht diese Schreckerlebnisse, weil da werden die Steine dann immer dicker. Ihr habt ja gemerkt, hier haben wir schon ordentlich Geröll und das ist schon so ein Feeling für sich. Ich finde aber, es macht total Spaß. Wir sehen uns beim Bike Festival. Das ist im Mai, wie jedes Jahr. Und dieses Jahr gibt es natürlich wieder mehr Events. Ich habe es am Anfang erwähnt. Und ich freue mich auf den Marathon und Enduro-Meisterschaft. Da gucke ich dann eher zu. Den Recon Ride, das neue Event, das wird spannend. Ja, verlinke ich euch mal alles. Könnt ihr einfach so mitmachen, Teilnahmegebühr, alles ganz normal. Ihr wisst ja, Jedermann-Events, Mitmach-Events sind eh immer am coolsten. Und dann werde ich jetzt den Trail runterfahren, genieße nochmal die Aussicht in Willingen und sonst kommt gerne mal zum Flow-Trail fahren oder in einem meiner Fahrtechnik-Kurse. Bis dann,